Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute reagiere ich auf Milia mit Melina und Maya auf das Lied Zeitlos. Also ich reagiere nicht mit denen, sondern ich reagiere auf das Lied Zeitlos von Milia, Melina und Maya. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange drum rum, beziehungsweise ich laber nicht lange drum rum. Hier ist das Kleine außer mir. Und wir starten einfach direkt rein. Let's go! Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Okay, mir gefällt der Einstieg von dem Song jetzt schon sehr, sehr gut. Ich hab's auch in der, wenn ich alt bin, Reaction gesagt, dass ich die Stimme von Melina sehr, sehr schön finde. So, und ich habe auch im letzten Video schon gesagt, so, lasst eure Sim-Kommentare bei irgendwem anders, aber bei mir könnt ihr die lassen. So, ich sag offen und ehrlich, was ich denke, von daher, ja, bringt das nicht so eure Sim-Kommentare. Weiter im Text, im Song, im Text, was mein Text. Manche werden in der Villa, manche werden in einem Heim groß, doch wonach wir streben, das ist zeitlos. Bin in meinem Gott, sieh nicht allein los. Das wonach wir streben, das ist zeitlos. Pass auf, was du so machst, weil... Oh, irgendwie habe ich gerade miese Vibes von irgendeinem Song, den ich kenne, aber ich weiß gerade nicht welchen, warte mal. Ich muss euch weiterhören. Sich immer wieder einholen, das wonach wir streben, das ist zeitlos. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Manche werden in der Villa, manche werden in einem Heim groß. Doch wonach wir streben, das ist zeitlos. Yeah, yeah, yeah. Mein Götzchen nicht allein los. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Pass auf, was du zu machen, wenn sich immer wieder einholt. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Yeah, yeah, yeah. Ey, yo, bro, what the f... Hör ich gerade einen Trap-Song oder höre ich einen VDSYS-Song? Oder die haben einfach Trap-Beats. Was das? Ich dachte jetzt, okay, das wird so ähnlicher wie wenn ich alt bin. Ah, Mann, kurz Trap geworden. Trap-Rap hier, Digga. Feier ich aber. Feier ich aber. Solche Trap-Beats feier ich. Ich liebe Trap-Beats. Ich liebe auch nicht Emo-Tracks, sondern hier so Beats, die mehr so in die mentale Richtung gehen, so Mental Beats, so, die so richtig down gehen einfach, die so, wie kann man das richtig nennen, so in die emotionale Richtung gehen, Digga, sowas feier ich, oder so aggressive Beats direkt in die Fresse rap, das ist es, das liebe ich, aber solche Beats, solche Trap Beats, so den Anfang so auf, emotional so ein bisschen angelehnt und dann richtig so im zweiten Part von der Hook so BAM direkt mit dem Trap Beat rein. Das ist geil. Das ist geil. Und da geht jetzt schon mein vollster Respekt raus an die drei. Alter Schwede. Bist du deppert, ey. Okay, wir haben jetzt den Part von Melia. Die Hook war sehr, sehr schön. Ja? Ich fand textlich hat man alles gut verstanden. Gut. Es gab schon ein, zwei Sachen, die ich so ein bisschen komisch vorkam, weil es war mal einfach, also beziehungsweise eine Sache, es war mit meiner anderen Videospur mit drin, wo Melina mit mal, also wahrscheinlich auf irgendeinem Skaterplatz war, was irgendwie keinen Sinn ergeben hat, weil das meiste komplett in dieser, ich sag zwar in dem Lost Place war. Und das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, deswegen, ja, keine Ahnung, aber an sich, die Hook ist cool gemacht. Melina kommt auf dem Beat auch sehr, sehr strong. Und ja, schauen wir mal, was wie Melia jetzt kommt auf dem Beat. Bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich denke, muss die was werden, sagt der Lehrer. Aber wenn das stimmt, warum hat der kein Porsche Panamera? Ich mach es nicht. Warte, was ist mit Porsche Panamera? Geht 3S? Muss die was werden. Weil sie sagte Porsche Panamera. Ich komm direkt. Was ist mit Porsche Panamera GT3 RS? Ey, Porsche Panamera GT3 RS. Ein geiler Porsche, Alter. Wow, yeah. Wünscht man sich ja fast schon Führerschein um meinen 300.000 Euro. Werden sagt der Lehrer, aber wenn das stimmt, warum hat der kein Porsche Panamera? Was? Ich verstehe dieses eine Wort nicht. Ich denke, muss die was werden, sagt der Lehrer, aber. Gellerer?
Was das? Gibt's da Lyrics? Warte mal, genius.com, genius. Ich muss jetzt gucken, Alter. Lass mich mal schauen, ob's hier, Dings gibt. Oha, was ist denn hier das Richtige? Ich schätze mal das hier, ne? Lass mich mal schnell gucken. Zeit. Ja. Reingeschissen. Hier? Oh, viele Songs haben die hier. Naja, okay, es gibt keine Songs. Also es gibt keine Dinge davon. Warte mal. Minia. Ja, Elisa. Minia. Oder lass mich doch dieses M schreiben. German Text, ja, es gibt ja nicht German Text. Ne, okay, gibt's nicht, schade. Ich verstehe dieses eine Wort, was sie da hat, nicht. Wenn das stimmt, warum hat der kein Porsche Panamera? Auf mich denken muss die was werden, sagt der Lehrer. Was? Ich hab echt keinen Plan, was sie sagt, ne? Ich verstehe dieses Wort nicht. Ich höre Gelderter. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was sie da sagt, was das Wort ist. Ich hab echt keinen Plan. Aber wenn das stimmt, warum hat der kein Porsche Panamera? Vor allem dieses, wie sie Panamera, ach so, Panamera. Ich denke, ich hab Carrera verstanden. Ah, nee, ich hab selber gesagt, Porsche Panamera GT3 RS, ne? Ja, also da, wie komme ich jetzt auf Carrera, hä? Carrera GT3 RS gibt's gar nicht. Glaube ich. Aber gut, ich habe keinen Plan, was das Wort da ist. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Ich kann zu der Line jetzt leider nichts sagen. Aber anscheinend, wahrscheinlich soll das Wort sich reimen auf Panamera. Weil sonst wäre Panamera nicht der Schlüssel von der Line. Ja. Aber wenn das stimmt, warum hat der kein Porsche Panamera? Ich mach es nicht wie die da oder der da. Der Melia, sie steht für Berlin genauso wie die Hertha. Auf der Straße sterben Träume jeden. Melia steht für Berlin so genauso wie die Hertha. Ah, Hertha BSC, ne? Ist ja Berlin-Mannschaft, glaube ich. Ey, ich hab vom Fußball noch weniger Ahnung, ne? Da wäre gerne ein Witch Kid. Und die würde Chesse fressen, dass er ein paar Klicks kriegt. Du denkst, dass du was fit kriegst. Junge, wer würde was fressen? Und die würde Chesse fressen, da. Chesse? Bitte. Was sind das für Wörter? Ich. Zwei Wörter versteh ich schon. Dass er ein paar Klicks kriegt. Du denkst, dass du was fit kriegst. Junge, nein, du bist nix. Ich brauch nur einen Reim, um dir zu zeigen, dass du shit bist. Ich brauch nur einen Reim, um dir zu sagen, dass du shit bist. Okay, die Line hat die nicht verstandenen Wörter wieder gut gemacht. Geile Line. Wir ganz nach oben über Grenzen hinaus. Keine Sorge, Boy, ich kenne mich aus. Nur ein Mädchen, das ein Traum hat. Ein ganz normales Girl aus der Hauptstadt. Ich hab das Verlangen und den Glanz in meinen Augen. Ich klär die Sachen selber, ich brauch nicht zu anderen zu laufen. Und während andere glauben, dass sie hier irgendwas werden, dann bin ich lange entfernt auf meinem Weg zu den Sternen. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist halt los. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit was werden, dann bin ich lange entfernt auf meinem Weg zu den Sternen. Ihr seid. Okay. So, ganz kurz zu dem Part von Melia. Ich hab das eine Wort am Anfang nicht verstanden, irgendwas mit Galata. Kann das sein, dass es einfach Galata war, Galatasaray? Kann auch sein, dass es das Wort sein sollte. Und ich habe das eine Wort mit dem Kesse irgendwie sowas, das habe ich auch nicht verstanden. Aber an sich war der Part ganz geil. Klar, gut, die einzige Kritik, die ich jetzt so gesehen an Melia hatte, war halt wirklich das, dass man die beiden Wörter nicht verstanden hat. Also ich persönlich habe sie jetzt nicht verstanden. An sich aber war der Part echt strong, so, mir hat der Part gefallen. Die Stimmlage war cool, gelassene Stimme auf jeden Fall. Und auch diese Line, die sie hatte, ich brauche nur einen Reim, um dir zu sagen, dass du shit bist, sehr, sehr strong. Ja, fand ich sehr, sehr strong. Und ja,
Jetzt kommen wir wieder zu bestimmt, Digga. Zu Melina. So, ich wollte gerade Melia sagen, ne, weil ich verwechsel die beiden Namen immer so ein bisschen. Nein, wir kommen jetzt zu Melia. Ja, jetzt ist es passiert. Gerade noch davon geredet, jetzt ist es wieder passiert. Puh. Wir kommen jetzt zu Melina mit der Hook. Goddammit. So, hören wir uns mal das hier an. So, zu der Hook habe ich ja eh schon was gesagt. Wieder wunderschöne Stimme, wunderschöne Ton und Stimmlage und so. Und ey, ich bin ehrlich, ich könnte mir die Songs einfach dauerhaft anhören mit der Stimmlage. Also wenn sie wirklich dauerhaft in dieser Stimmlage, ich sag jetzt mal rappen, singen, whatever würde, ich könnte mir diese Songs dauerhaft anhören, Digga, ganz ehrlich, weil solche Stimmlagen liebe ich. Ich liebe solche Stimmlagen, ich liebe solche hohen Stimmlagen, sowas, vor allen Dingen in den Hooks gefällt mir sowas am meisten. In den Hooks kann man ruhig mal höher gehen mit der Stimme. Und ja, kommen wir zu Hook. Alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Manche werden in der Villa, manche werden in einem Heim groß. Doch wonach wir streben, das ist zeitlos. Bin mit meinen Girls hier nicht allein los. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Pass auf, was du so machst, weil sich immer wieder einhol. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Boah, ey, dieser Hook. Ey, ich muss mir die nochmal anhören. Sorry, ne, ich muss mir die nochmal kurz anhören. Irgendwas wert, dann bin ich lange entfernt auf meinem Weg zu den Sternen. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Manche werden in der Villa, manche werden in einem Heim groß. Doch wonach wir streben, das ist zeitlos. Bin mit meinen Girls hier nicht allein los. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Pass auf, was du so machst, weil sich immer wieder einhol. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Manche werden in der Mitte. Ey, scheiß mal auf diese ganze Autotune-Kacke, ne? So, man hört, dass sie Autotune benutzt. So, scheiß mal darauf. Junge, wie geil klingt diese Hook. Ich muss das nochmal hören, ne? I'm sorry, aber ey, Digga, die Hook ist für mich gerade das Geilste. Eben, das ist halt der. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Manche werden in der Villa, manche werden in einem Heim groß. Doch wonach wir streben, das ist zeitlos. Bin mit meinen Girls hier nicht allein los. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Pass auf, was du so machst, weil sich immer wieder einhol. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Manche werden in der Villa, manche werden in einem Heim groß. Doch wonach wir streben, das ist zeitlos. Yeah, yeah, yeah. Nein, gehört sie nicht allein los. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Pass auf, was du so machst, weil sich immer wieder einhol. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Ich könnte die Hook jetzt noch 5-6 Mal anmachen, ne? Aber das mache ich nicht, weil sonst geht das Video, keine Ahnung, 30 Minuten. Wieder die eine Reaction. Pop zerlegt dich wie ein Chefkoch. Bin mir nicht zu schade für den Drecksjob, verpiss dich. Ich mich, diese Sinne auf wie ein Tornado mit nem. Wie random war dieses verpiss dich aber jetzt? Das ist zeitlos, yeah, yeah, yeah. Maya macht den Jackpot, zerlegt dich wie ein Chefkoch. Maya macht den Jackpot, zerlegt dich wie ein Chefkoch. Bin mir nicht so schade für den Drecksjob. Jackpot, Chefkoch, Drecksjob, ja, ja, es sind halt auch wieder beieinander liegende Reime, ne? Es ist halt auch wieder so das Thema, du kannst halt Jackpot gut auf Chefkoch und Ding reimen, ne? Auf Drecksjob, das geht eigentlich relativ easy. Aber kommt gut. Verpiss dich, ich mich, diese Sinne auf wie ein Tornado mit nem Frauennamen. Immer wenn wir draußen waren, plötzlich Schicht ist jetzt im Schach, Kecko macht besser Platz. Melia, Maya und Melina, das ist wie ein Schwert. Welcome dieses Kecko aber jetzt, bitte. Bitte. Verpackt meine Gang, jeder kennt das Logo mit der Straße. Denn mit einer großen Gabe braucht man keinen roten Faden. Penner, die auf. Oh, mit einer großen Gabe braucht man keinen roten Faden. Die Line war strong. Die Line gefällt mir. Drogen warten haben bei mir nichts verloren. Will nach oben, doch der Mund. Was ist? Und keinen roten Faden. Penner, die auf Drogen warten haben bei mir nichts verloren. Will. Oh, Penner, die auf Drogen warten haben bei mir nichts verloren. Auch eine schöne Line. Nach oben, doch der Mund. Flüstern mir doch in mein Ohr. Weil in manchen Lagen. Ich will nach oben, aber die Mond flüstern mir ins Ohr. Auch strong.
Denken ist es gar nicht so leicht. Es erfordert Mut zu sagen, es reicht. Manche machen alles mit und sie sagen nicht nein. Und ganz schnell wird aus der Phase ein Live. Doch egal was kommt, nein, ich fall da nicht rein. Und bin immer wieder lieber statt am Bahnhof am Mike. Ihr seid alle nur am Chill. Geiler Part von Maya. Gefällt mir, geiler Part. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Melina auf dem Song keinen eigenen Part hat, sondern only die Hook macht. Was komplett fein ist. So. Es gibt ja im Deutschrap, sag ich jetzt mal, oder beziehungsweise eigentlich fast nur im Deutschrap, Leute, die nur eine Hook machen auf einem Song und die werden gar nicht mit in den Titel oder in die Beschreibung geschrieben. Das ist, ja, weiß ich nicht. Ich finde schön, dass die das hier machen, so dass sie da wirklich jeden reinschreiben. Auch wenn es, keine Ahnung, 6-7 Leute sind, die schreiben alle mit rein. Das finde ich so schön, dass das wenigstens VDSES das noch macht. Ja. Aber sehr strong. Sehr, sehr schöner Part. Aber ich glaube, Melina hat keine eigene Part hier auf dem Song. Also sieht zumindest so aus. 2,51, 3,45 gesamt. Mal gucken. Nun schlägt die Zeit tot, aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Manche werden in der... Warte mal, jetzt kann ich eigentlich mal auf die Hook kurz eingehen. Nun schlägt die Zeit tot, aber... Mal wieder lieber statt am Bahnhof am Mike. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt Zeit tot. Das, wonach wir suchen, das... Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Oh, das kommt gut. Ihr seid nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Oh mein Gott, ich bin jetzt erst richtig auf den Text von der Hook eingegangen. Ich habe die ganze Zeit auf die Stimme geachtet. Ey, ich gehe jetzt erst auf den Text von der Hook ein. Oh mein Gott, Digga. Das sind zwei wunderschöne Lines einfach. Es stimmt halt einfach Real Talk, ne? So, die einen chillen zu Hause, schlagen die Zeit mit irgendwas tot. Die anderen Leute, die irgendwie was wollen, machen halt zeitlos weiter. Strong, strong. Also da geht wirklich mein größter Respekt raus an die drei und generell an komplett VDSES, aber von dem Song her grüße ihn raus an die drei. Auch wenn die dieses Video hier krass nicht sehen werden, ne? Aber ja, wie gesagt, sehr, sehr strong. Feier ich und ja. Ich muss auch ehrlich sagen, so dieses... Das hier ist dann so der, ich sag jetzt mal, der emotional Part der Hook. Alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Das ist ja so eher so der emotional Beat Part. Und dann gleich kommt ja so der der richtige Beat wieder rein. So mit den Trap-Dingens. Dieser Trap-Beat, sag ich jetzt mal. Kommt dann ja gleich in den zweiten Teil der Hook wieder rein. Und auf dem Trap-Part von der Hook kommt ihre Stimme noch krasser als auf diesem emotional Part, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin ehrlich, ich feiere Melina Stimme bei der Hook mehr auf diesem Trap Part als auf dem anfangs emotional Part, bin ich ehrlich. Mach doch gut. Manche werden in der Villa, manche werden in einem Heim groß, doch wonach wir streben. Oh, manche werden in der Villa groß und manche werden im Heim groß. Ja, das ist auch so ein Thema, wo ich mir auch so denke, so, okay, da müsste man eigentlich auch einen Song drüber machen. Aber ja, das macht irgendwie keiner. Und ich kann nicht rappen. Also ich rede es mir immer wieder ein, dass ich nicht rappen kann. Ich mache es nie so. Ich höre nur Rap, ich rap mit. Und ja, das war's. Eigene Songs mache ich nicht. Also produziere ich nicht. Ich schreibe zwar Texte, eigene, aber mehr mache ich da auch nicht. Das ist zeitlos. Bin mit Michael, sie nicht allein los. Das, wonach wir... Erstmal. Streben, das ist zeitlos. Pass auf, was du so machst, weil sich immer wieder einholt. Das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Ihr seid alle nur am Chillen und schlägt die Zeit tot. Aber das, wonach wir streben, das ist zeitlos. Boah, bouncy Trap Beat, Digga. Boah, oh, ich bin verliebt in diesen Beat, Digga. Oh. Ey, kann man diesen Beat heiraten? Was laber ich? Ey, aber der Beat ist echt geil an der Stelle wieder. Wie gesagt, da feiere ich ihre Stimme viel mehr drauf als auf diesem Anfangspart von der Hook. Aber jedem das seine, generell ihre Stimme ist einfach, was so rap-technisch angeht oder gesangsmäßig, sehr, sehr krass. Deswegen, ich gebe auf, kann ich euch nur empfehlen von ihr. Das ist ein
einzelner Song von Melina, also ein nur Melina-Song, also nur ein Song von Melina. Meine Fresse, wie umständlich will ich das noch beschreiben? Wie gesagt, gönnt euch, ich gebe auf. Das ist ein Song, wo ich wirklich, den ich wirklich dauerhaft höre. Ich höre den sogar immer noch. Ja? Ich höre den manchmal sogar, wenn ich ein bisschen am Zocken bin, einfach höre ich diesen Song einfach, weil ich den so krass geil finde. Ihre Stimme kommt auf diesem Beat einfach so, so strong. Also bei Ich gebe auf kommt ihre Stimme so, so geil, so geil, sag ich schon, so strong. Außerdem Musikvideo ist sehr, sehr krass von Ich gebe auf. Gut, an einer Stelle hatte ich aber auch gesagt, bei der Reaction mit dem grünen Licht im Hintergrund, da war irgendwas. Ich kann mich gerade nicht genau erinnern, was ich da gesagt habe. Auf jeden Fall, ja, ihre Stimme kommt auf jeden Fall sehr, sehr strong auf den Beats von den Songs, auf jeden Fall, die ich schon gehört habe von ihr. Und ja, meiner Meinung nach sehr, sehr strong. 10 von 10 bei diesem Song hier. Und ja, machen wir weiter. Manche werden in der Villa, manche werden in einem Heim groß. Doch von abgeschrieben, das ist zeitlos. Yeah, yeah, yeah. Nein, gönnt sie nicht allein los. Das von abgeschrieben, das ist zeitlos. Pass auf, was du so machst, weil sich immer wieder einholt. Das von abgeschrieben, das ist zeitlos. Yeah, yeah, yeah. So, Leute, das war der Song Zeitlos. Wie gesagt, was ich zum Song insgesamt nochmal sagen kann, ich finde das Musikvideo, finde ich auch sehr, sehr strong. Ich bin gar nicht aufs Musikvideo eingegangen. Das Musikvideo ist sehr, sehr strong gemacht. Ja, auf jeden Fall 10 von 10 vom Song kann man auf jeden Fall nur mal ein Like da lassen. Kam auch vor einem Monat, kam am 2.5. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung, alles verlinkt, sowie der Song und VDSES. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann bei was auch immer ich dann als nächstes hochlade. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. It's hard, it's cold.